Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zur 18. Folge von Minecraft schnell und einfach. Heute zeige ich euch, wie man einen Leuchtfeuerblock bzw. einen Beacon bauen kann und wie man ihn richtig benutzt und was der überhaupt bringt. Und damit wünsche ich euch viel Spaß. Ein Leuchtfeuer ist in Minecraft ein Bauwerk, das der Spieler sich selber bauen kann und das ermöglicht dann dem Spieler in einem bestimmten Radius spezielle Effekte zu bekommen, zum Beispiel damit er schneller laufen kann in dem Radius oder höher springen kann, mehr Schaden anrichtet, Leben regeneriert und so weiter und so weiter. Außerdem schießt er noch einen Lichtstrahl in den Himmel, der ist auch ganz cool und auch relativ hilfreich, wenn man mal sein Zuhause verloren hat, dann kann man sich den vielleicht am Himmel irgendwo dann wiederfinden und dann weiß man, wo man hin muss. Und um den Beacon zu bauen, braucht ihr ein Item, nämlich den Netherstar, den man vom Wither bekommt, wenn man den besiegt. Dazu habe ich im letzten Video schon mal einen kleinen Trick gezeigt, wie man das ganz einfach machen kann und ist übrigens in der Beschreibung verlinkt. Und dann könnt ihr mit diesem Netherstar eben den Beacon craften. Das ist auch ziemlich einfach, und zwar packt ihr einfach den Netherstar in die Mitte, auf die untere Reihe, da packt ihr dann drei Obsidian und den Rest macht ihr voll mit ganz normalen ganzen Glasblöcken und dann habt ihr auch schon einen Beacon. Der Beacon alleine bringt euch allerdings noch nicht wirklich so viel, denn ihr braucht nämlich, um ihn zu aktivieren, noch eine Pyramide aus bestimmten Blöcken, und zwar müssen das entweder Eisenblöcke, Goldblöcke, Diamantblöcke oder Emeraldblöcke sein. Und ab der 1.6 oder ab der 1.6 Version, die ja jetzt demnächst irgendwann mal rauskommt, kann man auch das neue Netherite dann benutzen. Das funktioniert dann genauso. Und die Pyramide muss halt nicht ausschließlich nur aus einem dieser Blöcke sein, sondern ihr könnt das Ganze natürlich auch mischen. Ich würde euch an der Stelle Eisenblöcke empfehlen, weil die anderen Blöcke sind halt schwieriger zu bekommen und ja, Diamanten farmt man halt nicht so einfach wie Eisen zum Beispiel und dementsprechend lege ich euch da Eisen ans Herz. Gerade wenn man eine Eisenfarm hat, ist das natürlich dann auch super schnell gemacht. Und je mehr Ebenen eure Pyramide dann hat, desto besser werden die Effekte, die ihr euch auswählen könnt und desto stärker werden sie auch. Und die größte Variante, die es dabei gibt oder die euch noch etwas bringt an Verstärkung, das wäre dann eine 9x9 Block große Grundfläche quasi. Das ist also das Optimum für einen Beacon. Und wenn ihr die größte Pyramide habt, zum Beispiel aus Eisenblöcken, dann braucht ihr insgesamt dafür knapp 1500 Eisenbarren für die ganze Pyramide. Das ist natürlich schon einiges, aber ich denke, die Effekte sind dann schon relativ gut und ihr könnt ja auch die Eisenblöcke dann immer benutzen und falls ihr sie braucht, könnt ihr sie ja natürlich auch zur Not wieder abbauen. Um den Effekt dann zu aktivieren, müsst ihr, nachdem ihr diese Pyramide gebaut habt und oben auf die Spitze drauf den Beacon gesetzt habt, dann zu dem Beacon hochlaufen. Dann könnt ihr nämlich ein Menü öffnen mit Rechtsklick und da könnt ihr euch dann aussuchen, welchen Effekt ihr halt haben möchtet und auf welcher Stufe. Und das Ganze müsst ihr dann allerdings nochmal bestätigen quasi und kaufen mit dann einem von diesen Items, also zum Beispiel mit einem Goldbarren dann nochmal, damit der Beacon sich dann auch ändert, weil ihr könnt jetzt nämlich theoretisch auch den Effekt einfach ändern, wenn ihr was anderes haben möchtet, geht ihr wieder da oben rauf, sucht euch einen anderen Effekt aus, bezahlt wieder und dann könnt ihr so halt die Effekte dann auch immer ändern. Ab jetzt habt ihr in diesem bestimmten Radius vom Beacon aus eben den Effekt, den ihr euch ausgesucht habt und je größer die Pyramide ist, desto größer ist dann auch der Radius und zum Beispiel bei eben einer 9x9 Pyramide, also bei der Größen, da hat man dann 50 Blöcke in jede Richtung, also insgesamt ein Durchmesser von 100 und einem Block diesen Effekt und das ist natürlich super praktisch und ihr könnt damit, denke ich, auf jeden Fall einiges anfangen, gerade zum Beispiel, wenn man viel bauen möchte oder viel abbauen möchte vielmehr, lohnt sich so ein Beacon, wenn man dann Eile hat, dann kann man nämlich die Blöcke extrem schnell abbauen und das ist so der Hauptgrund, wofür ich den zum Beispiel benutze, immer wenn ich irgendwie, wie gesagt, ein großes Loch oder so buddeln möchte, dann schnappe ich mir ein Beacon, hol mir Eile und dann geht das halt relativ schnell. Ihr könnt übrigens auch die Farben von dem Lichtstrahl ändern, indem ihr einfach buntes Glas oben drauf stellt, das ist auch eine ganz coole Sache und damit kann man, denke ich, viel dekorieren. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt und das Video einigermaßen hilfreich fandet, könnt ihr gerne Hashtag Licht in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao.